Ja. Danke, Taschenlampe, dass du mich jetzt gerade hier im Stich lässt. Das musste jetzt nicht unbedingt sein. Genau, da brauchst du was schon, ne? Ja. Schönen guten Tag, ich bin Karl Theodor zu Guttenberg. Haltet meinen Fall geheim, ich hab nichts verbrochen. Sei doch lieber Christian Wulff. Nein, danke, ich brauche keinen Kredit über 500.000 Euro. Bitte veröffentlicht es nicht. Nein, das können wir nicht gebrauchen. Ach, halt die. Ah, Mensch. Habt ihr vielleicht eine Idee, wo man lang könnte? Vielleicht gibt's ja hier irgendeinen geheimen Gang, so wie in irgendeinem Superheldenversteck. Aber anscheinend nicht. Gott, Gott, Gott. Aber warum gehen denn die Aufzüge wenigstens nicht? Nix funktioniert in diesem Laden hier. Nix. Gar nix. Oh, ich sehe es jetzt schon vor mir in den Kommentaren. Oh, du läufst so cool durch die Gegend. Es macht so einen Spaß, die zwei Stunden lang durch die Gegend wuseln, zuzusehen. Oh. Ja, ich weiß. Longo. Gut. Schrank geht auch nicht auf. Fenster einschießen geht auch nicht. Computer kaputt ballern bringt es nicht weiter. Ach, herrlich. Diese Unwissenheit von uns. Ich liebe es. Hier ist auch wirklich nichts. Oder? Oder bin ich blind? Irgendwas unter dem Tisch? Hier? Zwischen den Schränken? Nein. Also so langsam. So langsam bekomme ich Lust. Lust, einen Gang hinauszufinden. Oder zumindest, der mich weiterbringt. Gibt hier irgendwas? Aber hier wäre auch nichts. Erstmal ein Kaffeepäuschen. Na, wie geht's? Alter, voll ekelhaft, ey. Ich habe das Gefühl, wir laufen nur dumm im Kreis. Und uns fällt irgendwas Entscheidendes gar nicht auf. Okay, also hier waren wir gerade drin. Laufen wir mal hier weiter. Dann kommen wir in diesen Raum rein. Der uns allerdings nicht weiterbringt. Also gehen wir da jetzt nicht noch einmal rein. Wir laufen links vorbei. Und schauen mal, was hier ist. Hier ist ein kleiner Computer, an dem wir auch nichts eingeben können. Hier sind Aufzüge, hier sind Fernseher, die wir jetzt erstmal simulieren, weil uns sonst definitiv zu langweilig wird. Eine dunkle Treppe, die wir natürlich nur mit Taschenlampe besteigen können. Eine dunkle Ecke, die wir dunkel lassen. Ein Bild. Und hier waren wir schon mal. Ich laufe jetzt einfach wieder zurück, soweit bis irgendwas kommt, fertig. Weil eine andere Idee habe ich jetzt gerade nicht. Oder ich bin einfach wirklich zu blind und sehe es einfach nicht. Ich wette, hinter mir oder über meinem Kopf steht gerade so ein Megaschild. Drück mich und du kommst weiter. Und ich sehe es einfach nicht. Bestimmt. So, hier waren wir schon. Da war nichts. Hier ist ein Schrank. Und hier war Fetti.
hier waren ja auch gerade diese Angriffe. Hier ist ein dunkler Raum und da waren wir gerade auch schon. Genau, wir gehen jetzt einfach nochmal hoch und dann schauen wir, ob es in diesem Gang vielleicht noch eine andere Möglichkeit gibt oder vielleicht einen anderen Weg. Aber ist ja nicht. Hier ist wirklich nichts. Rein gar nichts. Okay, wieder zurück zu unserem Plan. Wir laufen einfach wieder zurück, bis irgendwas auf uns zukommt. Oder wir laufen hier entlang. Ah, hier sind wir entlang gekommen, genau. Wir sind hier gar nicht mal so falsch. Aber allzu richtig würde ich auch nicht. Herrlich, herrlich. Wir strotzen nur vor Plan. Wir strotzen nur vor Plan. Geht die Tür mittlerweile auf? Nein. Und es ist eine Holztür. Sie bleibt aber natürlich unöffnbar. Auch wenn wir sie mit Kugeln durchlöchern. Aber okay, das wollen wir jetzt der Spielengine nicht allzu übel nehmen. Ist ja schon etwas älter. Aber nein. Und wir haben es gefunden. Activate. Ich sehe, dass das Netzwerk neu gebootet wurde. Gut gemacht. Dankeschön. Es dauert einen Moment, bis das System wieder online ist. Ja, hat ja auch lang genug gedauert, bis wir überhaupt irgendwas gefunden haben, nicht? Das können wir jetzt auch noch warten. Scheinen nur so auf Knopfdruck zu reagieren. Vorher bestand kein Anlass zu kommen, aber jetzt ganz plötzlich. So, dann schauen wir mal jetzt, was geht. Vielleicht können wir jetzt auch mit den Aufzügen fahren, die wir vorhin gesehen haben. Oder wir laufen einfach hier diesen Weg weiter, wo die netten Einsatzkräfte hergekommen sind. Tabs. Frisch gewischt Schild. Sie begeben sich zur letzten bekannten Position dieses Delta-Teams. Sichern Sie die Stelle, bis hier eintrifft. Hier wird wohl gerade renoviert. Sie haben sie gesehen, nicht wahr? Nein, ich habe keinen gesehen, ehrlich. Sie ist das Original. Ich orte Vettels Sender gerade irgendwo vor Ihnen. Seien Sie vorsichtig. Okay. Ich wurde aus ihr erschaffen und von ihr zur Welt gebracht. Wir sind ein Fleisch in zwei Körpern. Okay. Sehr schön. Ups. Hallo. Hallöchen. Oh, Kleines, wein doch nicht. Wo geht's denn hier lang? Ja. Sie ist eine Gefangene, in der Dunkelheit schwebend, wie das Ungeborene in der Gebärmutter. Ich werde sie bald finden und ich werde sie befreien. Shit, ich habe ihn wieder verloren. Scheiße. Ja, mach doch nichts. Wir finden ihn bestimmt wieder. Medica können wir nicht mehr weiter aufnehmen. 10 ist da wohl die Grenze. Ja. Wenigstens sind wir jetzt auf irgendwas gestoßen und wissen, wo wir lang müssen. Oder zumindest ein bisschen mehr, wo wir lang müssen. Folgen wir einfach mal der Blutspur. Ah, das sah so aus wie am Anfang. Also heißt, hier war mein Gott. Einer unterwegs. Oh, danke. Lass dich umarmen, Mädchen. In diesem Raum hatte jemand einen Tobsuchtsanfall. Na toll. Haben Sie auch was Nützliches? Ich sehe keine Einschusslöcher. Hülsen liegen auch keine rum. Hier wurde kein einziger Schuss abgegeben. Was hat sie dann umgebracht? Keine Ahnung. Ein kleines Mädchen. Finden Sie es raus. Also dann, los geht's. Vettel muss in der Nähe sein. Vorsicht ist geboten. Setzen Sie die Blutbrille nach Paxton Vettel fort. Ja, wie gehabt.
haben wir die ganze Zeit gemacht. Und wir liegen weiter im Intervall 05. Evakuierung. Bishop. Situation. Überreste des vermissten SSEG-Teams wurden gefunden. Die technische Offizierin von 4 ist vor Ort und führt die forensischen Untersuchungen durch. Der 4-Einsatzkoordinator hat Paxton Vettels Peilsignal in dem Gebiet geortet. Über den Verbleib des Amakam-Personals ist momentan nichts bekannt. Die Mission. Der 4-Einsatzagent wird versuchen, Vettel abzufangen. Ja. Und wir setzen mal unsere Reise im unendlichen 4-Universum fort und haben wieder Kontakt mit diesen lustigen kleinen Wesen, die sich unsichtbar machen können, aufgenommen. Aber es ist schon wieder verschwunden. Laufen wir einfach mal woanders entlang und warten, bis uns irgendwas vor die Kamera hüpft. Okay, wir verschwinden. Nachdem du tot bist. Brauchst du die? Ah, sind immer noch welche da? Jetzt aber nicht mehr. Siri, lies meine Antworten vor. Klare Ansage. Da hat wohl jemand Scheiße gebaut. Ich hoffe mal, hier waren es nicht. Aber ich denke mal, hier waren es nicht. Da. Und nein, ich möchte mal wieder keinen Text eingeben. Was bist du? Ein Mann oder eine Maus?
endlich! Können Sie was wegen der Bomben da unternehmen? Verdammt, noch ein Zivilist. Nestmutter, wir haben die Geisel gefunden. Was ist denn das? Hört sich an, als sei der Mann mit Sprengstoff verkabelt. Roger, ich schicke Hilfe rüber. Geben Sie mir ein Funkgerät. Explosive C4. Da hast du. Hallo? Hallo. Sind Sie eine Spezialeinheit Nein, oder so? Wir sind die Kindergartentruppe. Jetzt ganz ruhig, Mister. Bischof. Aldous Bischof. Wir wollen doch alleine sein. Sprengtrupp ist unterwegs. Okay, es gibt ein paar Aufzüge in Ihrer Nähe. Sichern